Sei gegrüßt und herzlich willkommen bei TestVenture. Mein Name ist Carsten und ich zeige dir, wie du in einfachen Schritten deine Grafikkarte wechseln kannst. Los geht's! Für den Wechsel der Grafikkarte benötigst du lediglich einen Schraubendreher. Um den Ein- oder Ausbau vorzubereiten, ist es notwendig, dein Computer vom Strom und allen Kabeln zu trennen. Schalte das Netzteil aus und entferne nach kurzer Zeit das Stromkabel. Danach kannst du alle anderen Kabel, USB-Sticks oder ähnliches herausziehen. Ich persönlich reinige bei solchen Aktionen meinen Computer immer mal wieder. Dazu habe ich einen Airduster, der mir dabei hilft. Falls du Interesse daran hast, findest du einen Link in der Videobeschreibung. Weiter im Text. Lege nun, um die Grafikkarte zu wechseln, dein Computergehäuse hin. Ziehe als erstes das Stromkabel an der Grafikkarte ab. Löse im zweiten Schritt die Schrauben zur Befestigung. Im dritten Schritt musst du die Einrastfunktion des PCI-Steckplatzes lösen. Hier einmal ohne eingesetzte Karte. Hast du die Befestigung leicht nach unten gedrückt, wirst du merken, ob sich die Grafikkarte gelöst hat. Danach kannst du sie aus dem PCI-Slot herausziehen. Wie du sehen kannst, hat die Grafikkarte unten verschiedene Aussparungen. Darauf musst du beim Einbau achten, damit du an der Karte nichts abbrichst. Der Einbau bzw. Wechsel läuft dann genau andersherum ab. Grafikkarte einsetzen. Darauf achten, dass die Einrastfunktion ein Klicken von sich gibt. Die Schrauben wieder befestigen und den Strom einstecken. Bei mir, wie zu sehen, ein gängiger 6-Pol. Schließe danach deine Kabel wieder an und schalte das Netzteil ein. Kontrolliere am besten immer noch einmal, ob alle Lüfter laufen und damit bist du dann auch schon fertig mit dem Grafikkartenwechsel. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann würde ich mich über ein Like, lieben Kommentar oder auch kostenfreie Abo freuen. Damit kannst du uns weiterhelfen. Danke für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Deine TestVenture Crew.